Für die Bewertung des Unterwasserseekrieges ist die strategische Ausgangslage von entscheidender Bedeutung. Während des Ersten Weltkrieges litt das Deutsche Kaiserreich maßgeblich unter der wirksamen Fernblockade schwerer britischer Überwasserseestreitkräfte. Der kriegswichtige Seehandel mit Nachschubgütern und Rohstoffen kam daher nahezu vollständig zum Erliegen. Da das Deutsche Kaiserreich nicht über eigene überseeische Stützpunkte verfügen konnte, war die deutsche Hochseeflotte de facto in der Nordsee eingesperrt. Ein Ausbrechen deutscher Überwasserstreitkräfte in südlicher Richtung durch den engen Ärmelkanal war ebenso wenig möglich wie der Durchbruch in nördlicher Richtung. In den schottischen Kriegshäfen stand die Grand Fleet mit massierten Kräften und sperrte die Nordseeausgänge. Die einzige Möglichkeit, den feindlichen Handels- und Kriegsschiffverkehr zu attackieren, bestand im Einsatz von Unterseebooten. Diese konnten in getauchtem Zustand unerkannt Wartepositionen an den Geleitverkehrsrouten beziehen und durch Torpedoangriffe meist unerkannt aus dem Nichts zuschlagen und unentdeckt wieder ablaufen. Anhand dieser Tatsachen wird die unterschiedliche Bewertung von Unterseebooten deutlich. Für das Deutsche Reich war das U-Boot im Grunde die einzige Möglichkeit zur offensiven Seekriegsführung, die wirksame Bedrohung des gegnerischen Schiffsverkehrs von kriegswichtiger Bedeutung. Die britische Admiralität hingegen vertraute auf ihre große Anzahl schwerer Überwasserkriegsschiffe und sah in dem Unterseeboot nur ein in seiner Verwendung sehr begrenztes Seekriegsmittel. Ein deutscher Handelsschiffverkehr existierte nicht in nennenswertem Umfang. Für einen möglichen Kampf gegen die deutschen Großkampfschiffe standen in Überzahl eigene Schlachtschiffverbände zur Verfügung. Die erfolgreiche deutsche Handelskriegsführung mit Unterseebooten während des Ersten Weltkrieges dokumentierte die von dieser neuen Waffe ausgehende Gefahr in eindrucksvoller Weise. Eine wirksame Blockade gegen die grauen Wölfe war selbst für die größte Seemacht der damaligen Zeit, Großbritannien, nicht möglich. Zu Beginn des Krieges führten die U-Boote streng nach Prisenordnung Seekrieg. Ein Handelsschiff musste, gleichgültig ob bewaffnet oder nicht, angehalten und untersucht werden. Das U-Boot hatte für die Sicherung der Dampferbesatzung zu sorgen, wenn eine Versenkung des Handelsdampfers gerechtfertigt war. Ausgenommen von diesen Schutzbestimmungen waren Handelsschiffe, die durch Kriegsfahrzeuge oder Flugzeuge geleitet wurden oder sich an Kampfhandlungen beteiligten oder der beabsichtigten Untersuchung Widerstand leisteten. Dies hörte sich in der Theorie ganz vernünftig an. Die Realität des Krieges sah jedoch ganz anders aus. Sobald ein Dampfer ein U-Boot gesichtet hatte, setzte er meist unverzüglich das Zeichen SSS ab und fügte den Standort hinzu. Britische Kriegsschiffe oder Flugzeuge tauchten dann binnen kürzester Zeit am Ort des Geschehens auf und vertrieben das U-Boot. Offizielle Befehle bereits aus dem Jahr 1938 beweisen, dass die britische Admiralität sämtliche Handelsschiffe in ihr Nachrichtensystem eingebunden hatte. Die Dampfer wurden sogar zum Rammen der U-Boote aufgefordert. Nach der Prisenordnung lag somit ein klarer und eindeutiger Verstoß gegen die Bestimmungen vor. In dem genannten Fall hatte das Handelsschiff sogar in erheblichem Umfang einer militärischen Maßnahme gedient. Durch seine Nachrichtentätigkeit beging es eine kriegerische Handlung. Der Schutz der Prisenordnung war damit erloschen. Trotz dieses regelwidrigen Verhaltens achtete aber die deutsche U-Boot-Flotte nach wie vor diese Vereinbarung zum Schutze unbewaffneter Seeleute.
Vereinzelte Versenkungen von Transportschiffen waren meist auf ein Versehen zurückzuführen. Wie sollte zum Beispiel auch ein U-Boot während der Dämmerung oder in der Nacht erkennen, ob ein Handelsdampfer bewaffnet oder nicht bewaffnet war? Ebenso war eine eindeutige Identifizierung eines feindlichen Schiffes, durch die Wetter- und Sichtlage beeinflusst, oft unmöglich. In der Nacht fuhren die Handelsschiffe entgegen dem internationalen Abkommen abgeblendet, also wie Kriegsschiffe. Die Verwechslungsgefahr wurde dadurch in erheblichem Maße von ihnen selbst provoziert. Churchill ordnete bereits im April 1940 das Vorgehen britischer U-Boote bis in das Seegebiet vor dem Skagerrak an. Er befahl seinen U-Boot-Kommandanten, bei Nacht alle Schiffe ohne Warnung anzugreifen, selbst auf die Gefahr hin, dass möglicherweise eigene Fahrzeuge getroffen werden könnten. Mit dem Kriegseintritt Japans am 7. Dezember 1941 erklärten die USA kurzerhand den gesamten Pazifik zu ihrem Operationsgebiet. Sie führten von Beginn an uneingeschränkten U-Boot-Krieg, auch gegen zivile Handelsschiffe der Achsenmächte. Aufgrund dieser Entwicklung gab schließlich auch Admiral Dönitz den uneingeschränkten U-Boot-Krieg frei. Es entbrannte ein zäher und furchtbarer Kampf zwischen Über- und Unterwasserkriegsschiffen. Frontboote übernehmen neue Torpedos. Neue Artilleriemunition. Für die monatelangen Fahrten müssen auch große Mengen von Lebensmitteln mitgenommen werden. Nach einem ausgeklügelten System werden sie an allen nur möglichen Stellen des Bootes verstaut. Die kostbare Dauerware wandert durch das Kombüsenloop in das Innere des Bootes. Vor dem Auslaufen der U-Boote wird die Fahrrinne nach feindlichen Minen abgesucht. Das Suchgerät wird ausgebracht. Auch auf feindliche Störflugzeuge wird scharf geachtet. Sie kommen zumeist im Tiefflug heran. Der Weg ist klar. Die U-Boote können auslaufen. Mit frischer Kraft geht es neuen Geleitzugkämpfen entgegen. Allein im Monat März wurden von Kriegsmarine und Luftwaffe über 926.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes versenkt. Auch unsere Unterseeboote, die bis weit im Süden des Äquators operieren, bekommen ihren Weihnachtsgruß. Die Kameraden, die Öl und Proviant heranbringen, haben auch die Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Der Atlantische Ozean war während des Zweiten Weltkrieges eine der bedeutendsten, wenn nicht der entscheidendste Kriegsschauplatz. Hier kämpften 6 Jahre lang nahezu alle existierenden Schiffstypen der verschiedensten Länder im Rahmen ihrer seestrategischen Aufgaben. Mittelpunkt dieses Kriegsschauplatzes waren nicht nur die großen alliierten Geleitzüge, die in endlosen Kolonnen den Nachschub quer über den Atlantik transportierten, sondern ebenso die deutschen U-Boote, deren Aufgabe darin bestand, dies zu verhindern. Aber auch die großen Schlachtschiffe Tirpitz, Bismarck, Hood, Scharnhorst, Gneisenau, Rodney
und King George V. schrieben die Seekriegsgeschichte der Atlantikschlacht mit. Die Flugzeugträger, Kreuzer, Zerstörer und die zahllosen kleineren Sicherungsfahrzeuge erfüllten die unterschiedlichsten Aufgaben im Rahmen der ihnen zugewiesenen Bereiche. Das Flugzeug gewann während des Zweiten Weltkrieges zunehmend an militärische Bedeutung und wurde in der Schlussphase des Krieges zum beherrschenden Element, auch im Seekrieg. Bereits wenige Tage vor Kriegsausbruch bezogen die deutschen Panzerschiffe Deutschland im Nordatlantik und Admiral Graf Spee im Südatlantik ihre Wartepositionen und standen bereit zum Kreuzerkrieg gegen die feindliche Handelsschifffahrt. Kurz nach Beginn der Feindseligkeiten begannen die beiden deutschen Panzerschiffe mit dem Handelskrieg gegen alliierte Transportschiffe. Der erste Konvoi verließ am 8. September 1939 Halifax in Richtung England. Der Mangel an Geleitsicherungsfahrzeugen erlaubte in dieser frühen Phase des Krieges nur eine teilweise Sicherung der Konvois. Aufgrund der Aktivitäten der deutschen Kriegsschiffe wurde jedoch jeder Geleitzug zumindest mit einer schweren Einheit, einem Schlachtschiff oder schwerem Kreuzer gesichert. Diese Maßnahme machte von Anfang an mögliche Angriffe deutscher Überwasserkriegsschiffe zu einem unkalkulierbaren Risiko. Im Gegensatz zur britischen Marine verfügte die deutsche Flotte nur über sehr geringe geeignete Kräfte. Zwei einsatzbereite Schlachtschiffe, Scharnhorst und Gneisenau, und drei Panzerschiffe, Deutschland, Admiral Scheer und Admiral Graf Spee, waren vorhanden. Ihre Hauptartillerie bestand aufgrund des Versailler Vertrages lediglich aus 28 cm Geschützen. Dies bedeutete eine artilleristische Unterlegenheit gegenüber den Schlachtschiffen anderer Mächte. Die beiden neuen schweren Kreuzer Admiral Hipper und Blücher waren zu Kriegsbeginn noch nicht ausreichend eingefahren. Die Royal Navy hingegen hatte zum selben Zeitpunkt 12 Schlachtschiffe, 3 Schlachtkreuzer mit 40,6 bzw. 38,1 cm Geschützen bewaffnet, 6 Flugzeugträger, 15 schwere und 45 leichte Kreuzer zur Verfügung. Diese gewaltige Übermacht stand bereit, die wenigen deutschen Schiffe bei der ersten sich bietenden Möglichkeit zu vernichten. Während die britische Marine einen möglichen Schiffsverlust relativ leicht verkraften konnte, wäre der Verlust eines deutschen Schiffes für die Seekriegsleitung katastrophal gewesen. Für die deutsche Führung war vor allem die strategische Bedeutung einzelner Handelsstörer von größter Wichtigkeit. Allein das Vorhandensein eines schweren Schiffes zwang die Briten zu umfangreichen Sicherungsmaßnahmen ihrer Konvois. Jeder Geleitzug musste zumindest mit einem ebenbürtigen Kriegsschiff gedeckt werden, um einen eventuellen deutschen Überwasserangriff abschlagen zu können. Des Weiteren mussten Kampfgruppen zusammengestellt werden, die die deutschen Kriegsschiffe in der Weite des Atlantiks suchen und stellen sollten. Ein deutsches Schlachtschiff oder Panzerschiff band also eine Vielzahl schwerer gegnerischer Einheiten. Der Verlust eines solchen Schiffes hätte somit nicht nur die geringe Anzahl an schweren Einheiten verringert, sondern gleichzeitig eine erhebliche Zahl feindlicher Streitkräfte zum Einsatz gegen andere Ziele freigemacht. Dies hätte die ohnehin außerordentlich schwierige Lage der deutschen Marine noch problematischer gemacht. Die Schiffe erhielten daher folgerichtigerweise den Befehl, jedem Gefecht, selbst mit gleichstarken Gegnern, aus dem Wege zu gehen und unter keinen Umständen den Verlust oder auch nur die Beschädigung des eigenen Schiffes zu riskieren. Selbst eine Reparatur mitten im Atlantik war aufgrund nicht vorhandener Stützpunkte unmöglich. Eine Herabsetzung der Kampfkraft hätte bereits ausreichen können, um den nachträglichen Verlust eines Schiffes als Folge eines Gefechtes zu verursachen. Die Ausgangslage für eine Gefechtssituation war demnach völlig unterschiedlich.
Während die deutschen Schiffe Auseinandersetzungen vermeiden mussten und nur Handelsschiffe jagen sollten, versuchten die britischen Schiffe alles, um deutsche Einheiten zum Kampf zu zwingen. Selbst nur die Beschädigung eines deutschen Kriegsschiffes wäre für die Royal Navy ein großer strategischer Erfolg gewesen. Die logische Folge dieser Situation war damit die Tatsache, dass die deutschen Handelsstörer nur gegen Einzelfahrer erfolgreich und vor allem einigermaßen sicher operieren konnten. Die wichtigen Geleitzüge, die pro Jahr mehr als 40 Millionen Tonnen Ladung transportierten, konnten nicht wirksam gestört werden. Die politische Fehleinschätzung Adolf Hitlers, er glaubte, dass England nicht für Polen kämpfen werde, hatte nun die eigene Kriegsmarine in eine geradezu selbstmörderische Lage gebracht. Bereits im Dezember 1939 ging das deutsche Panzerschiff Admiral Graf Spee in der La Plata-Mündung vor Montevideo nach einem Gefecht mit drei englischen Kreuzern durch Selbstvernichtung verloren. Schwere Verluste erlitt die Kriegsmarine während des Norwegen-Unternehmens im April 1940. 10 Zerstörer, rund 50% des gesamten Bestandes dieses Schiffstyps, und der neue schwere Kreuzer Blücher gingen durch Kampfhandlungen verloren. Einige glückhafte Aktionen der Kampfgruppe Nordmeer, bestehend aus den Schlachtschiffen Scharnhorst, Gneisenau und dem schweren Kreuzer Admiral Hipper, brachten zwar zählbare, aber nicht entscheidende militärische Erfolge. Der Signalgast übermittelt den Abschiedsgruß an einen Kreuzer, der zur Erfüllung besonderer Aufgaben in jene Gebiete ausläuft, wo sonst keine Waffe hinreichen kann und der Masseneinsatz von Unterseebooten unzweckmäßig wäre. Torpedos werden klargemacht. Von den deutschen Kreuzern, die auf dem weiten Ozean den Handelskrieg gegen England führen, gelangen nur von Zeit zu Zeit Nachrichten in die Heimat. Geschütz reinigen. Das Flugzeug wird wieder an Bord genommen. Der Kreuzer nimmt Kurs auf den feindlichen Geleitzug. Vom Kampf des Kreuzers mit einem schwer bewaffneten englischen Handelsdampfer. Volltreffer! Der Dampfer ist vernichtet. Ein zweiter feindlicher Handelsdampfer wird unter Feuer genommen. Bringt sich sofort mit Rettungsbooten in Sicherheit.
Einsätze deutscher Großkampfschiffe waren und blieben sporadische Einzelaktionen, die allenfalls gelegentliche Entlastung für die U-Boot-Waffe erbringen konnten. Zu mehr waren die Dickschiffe aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht in der Lage. Am 1. Mai 1942 kam es im Eismeer zu einem erneuten folgenschweren Einsatz der Zerstörergruppe Nordmeer gegen einen alliierten Geleitzug. Die Zerstörer Hermann Schömann, Z-24 und Z-25 waren wiederum aus Kirkenes ausgelaufen. Am Nachmittag hatte das deutsche U-Boot U-456 den britischen leichten Kreuzer Edinburgh angegriffen und torpediert. Der schwer beschädigte Kreuzer war in Geschwindigkeit und Seefähigkeit stark eingeschränkt. Nachdem die Zerstörergruppe mehrmalige Angriffe gegen den Konvoi durchgeführt hatte, nahm sie gegen Abend die Suche nach dem torpedierten Kreuzer auf. In den Morgenstunden des 2. Mai, genau um 6.23 Uhr, sichtete Hermann Schömann die Edinburgh und griff den artilleristisch weit überlegenen Gegner an. Eingedeckt vom Granathagel des Kreuzers stieß Hermann Schömann zum Torpedoangriff vor. Dann hat der Kommandant Befehl gegeben, von Weitschuss auf Nahschuss zu stellen, die Torpedos. Das war alles sehr schwierig, unsere ganzen Bordwaffen waren ziemlich vereist durch den starken Seegang. Der Kreuzer Edinburgh war aber keineswegs völlig bewegungsunfähig und war außerdem gesichert durch englische Zerstörer. Wir liefen mit Schömann als Führerzerstörer direkt darauf hinzu und Schömann erhielt Treffer in die Turbinenräume und blieb still liegen. Der Treffer war ein Herzschuss, sodass Turbinenraum 1 und Turbinenraum 2 nicht mehr einsatzfähig waren. Es ging das Licht aus, es konnte elektrisch gar nichts mehr bedient werden. Kein Scheinwerfer, kein Torpedo, am Geschütz funktionierte nichts mehr. Am Geschütz musste Hand geschossen werden, mit Handbetrieb. So hat Hermann Schömann geschossen, bis praktisch die Munitionskammer unter Wasser stand. Unser Kommandant erhielt einen Funkspruch von Z-24, ob Längsseitkommen möglich wäre. Der Kommandant sagte, ja, bitte schnell. Z-24 ist dann mit seinem Bug in unseren Backbordseitebug rangefahren, sodass fast die ganzen Leute überspringen konnten und dann an Bord eben von Z-24 waren. Z-24 und Z-25 schossen insgesamt 7 Torpedos auf die Edinburgh ab, von denen jedoch nur einer traf. Der Kreuzer konnte dennoch nicht mehr gehalten werden und sank kurze Zeit später. Noch am selben Tag liefen Z-24 und Z-25 an Bord die geretteten Kameraden von Hermann Schömann wieder in Kirkenes ein. Der Liegeplatz von Hermann Schömann blieb leer. Am 30. Dezember 1942 begann die Durchführung des für die Kriegsmarine folgenschweren Unternehmens Regenbogen. Die deutsche Kampfgruppe, bestehend aus den schweren Kreuzern Admiral Hipper, Lützow und den 6 Zerstörern Friedrich Eckold, Richard Beitzen, Theodor Riedel, Z-29, Z-30 und Z-31, läuft am späten Nachmittag aus dem Altafjord aus. Am 31. Dezember stoßen die im breiten Suchstreifen laufenden deutschen Einheiten auf den alliierten Geleitzug JW-51B. Dieser ist, entgegen der Annahme, jedoch stark gesichert. 2 leichte Kreuzer Jamaika und Sheffield, 8 Zerstörer und 5 weitere Bewacher stehen an dem 14 Handelsschiffe umfassenden Konvoi. Bei schlechter Sicht und ebenso schlechtem Wetter kommt es zu überraschenden Gefechten.
Friedrich Eckold, läuft irrtümlich auf den britischen leichten Kreuzer Sheffield zu. Er verwechselt diesen mit Admiral Hipper und sinkt unter den Salven des englischen Kreuzers. Die gesamte Besatzung mit dem Flottillenchef findet in der eisigen Polarnacht den Seemannstod. Schwere Gefechtsschäden auf dem Flaggschiff Admiral Hipper führen schließlich zum Abbruch des erfolglosen Gefechtes. Obwohl ein britischer Zerstörer und ein Minensucher versenkt werden konnten, war die Operation ein vollständiger Fehlschlag. Das eigentliche Ziel, die Handelsschiffe des Konvois, erreichten unbehelligt ihren Bestimmungshafen Murmansk. Der unter den gegebenen Witterungsbedingungen durchaus verständliche Misserfolg führte bei Adolf Hitler nach einer unmittelbar vorangegangenen falschen Erfolgsmeldung zu emotionalen Ausbrüchen. Er erließ einen Außerdienststellungsbefehl für die, wie er sagte, wertlosen großen Schiffe. Daraufhin trat Großadmiral Räder als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine zurück. Admiral Dönitz, der bisherige Führer der U-Boote, wurde sein Nachfolger. Ihm gelang in der Folgezeit die Rücknahme des unsinnigen Führerbefehls. Das Jahr 1942 brachte den deutschen Zerstörern schwere Verluste und außergewöhnliche Strapazen, vor allem im Nordmeer. Die deutsche Zerstörerwaffe hatte aber auch gerade in diesem Jahr ihre Leistungsfähigkeit als Mädchen für alles eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Eine Netzsperre wird gelegt. Minensuchboote laufen aus. Durch die grobe See der Biskaya. Gerät wird ausgebracht. Bei schwerer See läuft eine Minensuchflottille aus, um eine Sperre zu räumen. Flottillenzeichen. Das Einsatzgebiet ist erreicht. Die Suchgeräte werden ausgebracht. Mine um Mine geht in die Luft. Eine Treibmine, sie wird durch Beschuss unschädlich gemacht.
Bojen markieren das geräumte Gebiet. Alarm! Leichte feindliche Einheiten greifen die Minensucher an. Dort sind sie. Einschläge der feindlichen Artillerie. Im Gefecht wird der Feind zum Abdrehen gezwungen. Sturm kommt auf! Der Dienst auf diesen kleinen, aber kampfkräftigen Einheiten stellt größte Anforderungen an jedes einzelne Besatzungsmitglied. Das Deck ist nur mit Hilfe von Strecktauen passierbar. In militärischen Auseinandersetzungen ist es grundsätzlich erforderlich, dass in einem Kampfraum alle Mittel der Kriegsführung koordiniert eingesetzt werden. Für den Aufklärungsbereich wäre daher eine eigene Marineluftwaffe zwingend notwendig gewesen. Während die britische Marine die Zusammenarbeit aller Kräfte auf das Beste organisiert hatte, gab es in der deutschen Führung ein amateurhaftes Kompetenzgerangel über den Einsatz der einzelnen Waffengattungen. Dumme Sprüche wie »Alles, was fliegt, gehört mir« vom Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring dokumentieren dessen völlige Inkompetenz für diese Position. Die Zusammenarbeit der Luftwaffe mit den U-Booten war dann auch dementsprechend schlecht. In den nördlichen Gebieten waren wegen technischer Mängel die hier stationierten BV-138 Fernaufklärer zeitweise komplett ausgefallen. Im Süden standen einige Langstreckenflugzeuge des Typs Focke Wulf 200 Condor zur Verfügung. Meist war nur eine einzige Maschine am Tage unterwegs. Das so wichtige Auffinden der Geleitzüge und das Heranführen der U-Boot-Rudel war damit unmöglich. Weitgehend auf sich allein gestellt, führten die U-Boote in der Weite des Atlantiks einen einsamen Kampf gegen einen modernen und fortschrittlich denkenden Gegner. Immer wieder entstanden zwischen einzelnen Geleitzugkämpfen Zeitlücken, in denen die U-Boote vergeblich in See standen und den Schiffsverkehr des Gegners nicht finden konnten. Die militärische Verkennung der strategischen Lage und ihrer Bedeutung für die Gesamtkriegsführung im Atlantik war ein eklatantes Versagen der obersten deutschen Führung. Dass es den wenigen U-Booten trotzdem gelang, von November 1940 bis Dezember 1941 insgesamt 2.530.273 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes zu vernichten,
stellt einen alles überragenden Erfolg dar. Das Auffinden der Geleitzüge in der stürmischen Zeit der Jahreswende machte Feindkontakte oft unmöglich. Die Gegner hatten voneinander gelernt. Das Schachspiel auf dem Atlantik gestaltete sich zunehmend schwieriger. Im Februar 1943 wurde auf deutscher Seite erstmalig erkannt, dass es dem Gegner mit Hilfe von Flugzeugfunkmessortung möglich war, die U-Boot-Aufstellungen mit bemerkenswerter Genauigkeit zu erfassen. Ausweichbewegungen der Geleitzüge waren die Folge. Im März 1943 gelang es den Engländern, mit Hilfe ihrer lang vorbereiteten, nunmehr zur Verfügung stehenden Geleitflugzeugträger das letzte Luftloch über dem Atlantik zu schließen. Die Konvois liefen jetzt unter dem ständigen Schutz von Flugzeugen. Ein wesentlicher Vorteil war damit auf Seiten der Alliierten. Die systematische allmähliche Organisierung des Geleitverkehrs und der technologische Vorsprung der Briten und Amerikaner in der Ortungstechnik hatte die Situation in der Atlantikschlacht grundlegend zu ihren Gunsten verändert, ohne dass dies zunächst in zählbaren Erfolgen in Erscheinung trat. In den ersten drei Wochen des Monats März 1943 erzielten die deutschen U-Boote noch einmal außerordentliche Erfolge. Aber bereits Ende desselben Monats fasste die britische Regierung nun alle Kräfte zusammen, um die U-Boote zu besiegen. Allein im Monat Mai 1943 gingen 31 Unterseeboote verloren. Das Radar hatte ihre Überwasserkampfkraft fast völlig ausgeschaltet. Die Ereignisse im Mai 1943 hatten eindeutig gezeigt, dass der Punkt erreicht war, an dem die Abwehr der beiden großen Seemächte die Kampfkraft der U-Boote übertraf. Eine neue Offensive konnte erst dann wieder mit Aussicht auf Erfolg geführt werden, wenn die U-Boote über moderne Technik, wie zum Beispiel höhere Unterwassergeschwindigkeit und neue Waffensysteme verfügten. Als Konsequenz all dieser Faktoren brach Großadmiral Dönitz, der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, am 24. Mai 1943 die Schlacht im Atlantik ab. Im Verlaufe des Jahres 1941 gab es neben den U-Booteinsätzen auch noch Unternehmungen schwerer Überwasserstreitkräfte. Im Januar brachen zum ersten Mal in der deutschen Marinegeschichte deutsche Schlachtschiffe durch die Dänemarkstraße in den freien Atlantik. Scharnhorst und Gneisenau führten dort einen erfolgreichen Handelskrieg gegen Einzelfahrer und versenkten insgesamt 22 feindliche Schiffe. Die beiden Schlachtschiffe hielten wochenlang die gesamte britische Flotte zum Narren, bevor sie im März 1941 in Brest an der französischen Atlantikküste einliefen. Im Mai desselben Jahres folgte eine weitere Kampfgruppe mit dem neuen Schlachtschiff Bismarck und dem schweren Kreuzer Prinz Eugen. Bei diesem erneuten Durchbruch durch die Dänemarkstraße wurde das damals größte Kriegsschiff der Welt, der britische Schlachtkreuzer Hood, binnen 5 Minuten von der Bismarck vernichtet. Am 27. Mai 1941 kam aber auch das Ende für das deutsche Schlachtschiff. Nach einem irreparablen Ruderschaden wurde es manövrierunfähig von den britischen Schlachtschiffen Rodney und King George V. eingeholt und zusammengeschossen. Die Bismarck sank mit wehender Flagge. Über 2000 Besatzungsmitglieder fanden den Tod in den eisigen Fluten des Atlantik. Der schwere Kreuzer Prinz Eugen entkam und lief wenige Tage später in Brest ein. Ein für November geplanter weiterer Durchbruch des Schlachtschiffes Tirpitz und des Panzerschiffes Admiral Scheer
wurde aufgrund des Verlustes der Bismarck abgesetzt. Bereits im Februar 1942 kehrten Scharnhorst, Gneisenau und Prinz Eugen in die Heimat zurück. In einem spektakulären Unternehmen brachen sie völlig überraschend durch den Kanal und fuhren den Engländern quasi vor der Haustür vorbei. Dies bedeutete aber auch die Aufgabe des Kampfes mit schweren Überwassereinheiten in der Atlantikkriegsführung. Fortan standen die schweren Schiffe nur noch im Nordraum, stark an die vorhandenen Stützpunkte gebunden, zur Verfügung. Ihre künftige Aufgabe bestand nun vor allem darin, allein durch ihre Anwesenheit starke Kräfte des Gegners im Nordmeergeleitraum zu binden. Einsätze waren selten, die Schiffe lagen meist in den norwegischen Fjorden versteckt, untätig vor Anker. Die Alliierten hatten damit einen großen strategischen Sieg errungen. Ausgelöst durch den Untergang der Bismarck gab es im Mittel- und Südatlantik nun keine deutschen Schlachtschiffe oder Kreuzer mehr.